Nun, in der Bachforschung sind wir relativ gut aufgestellt. Seit über 100 Jahren wird auf hohem Niveau geforscht und wir haben eigentlich eine ganz breite Basis. Speziell hier im Haus sind ja biografische Informationen über Bachs Zeitgenossen seit eh und je gesammelt worden. Von daher haben wir eine wirklich gute Ausgangsbasis. Die Herausforderung liegt darin, dass wir mit dem Matrikelbuch mehrere hundert Persönlichkeiten, ich sage jetzt mal nicht neu gewonnen haben, aber immerhin sind so in unser Blickfeld ist eine große Zahl von Thomas-Schülern getreten, über die wir bisher nur ganz wenige Informationen hatten. Und die Herausforderung liegt darin, in einem begrenzten Förderzeitraum möglichst viel an gut verwertbaren Informationen rauszufinden, die uns, die überhaupt die Forschung insgesamt weiterbringt. Das Ziel ist ganz allgemein gesprochen, die so rätselhafte Persönlichkeit Johann Sebastian Bachs. Eigentlich ist es im biografischen Kontext ja eine Fehlstelle. Wir haben da einfach nur ganz schwammige Vorstellungen davon, wer Bach eigentlich war. Und dieses Wissensvakuum irgendwie aufzufüllen mit konkreten Informationen, die man auch als Grundlage nehmen kann, um dann später einmal noch weiter zu forschen. Nun, unser Forschungsgebiet sind die Archive in Mitteldeutschland, die städtischen, kirchlichen und staatlichen Archive mit ihren, ich weiß nicht wie viel, 1000 Kilometern an Regalkilometern an Akten. Diese Archive werden von uns schon seit geraumer Zeit immer wieder besucht und wir haben jetzt aber durch die neuen Namen, denen wir nachgehen, stoßen wir auf Aktenbestände, die vorher von uns noch nicht ins Blickfeld genommen worden sind. Also wir beschäftigen uns mit Aktenbeständen, die in der Bachforschung bisher überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Und das Neuland sieht so aus, dass viele, viele staubige Blätter mit Akten des frühen 18. Jahrhunderts durchgesehen werden müssen. Mich persönlich fasziniert, wie viel sich doch an wirklich lebendiger Alltagskultur in alten, verstaubten Papieren erhalten hat. Wenn man Lebensbeschreibungen liest, wenn man kleine oder größere Beschwerdebriefe findet oder sonstige Vorgänge, dann taucht man immer tiefer ein in das gesellschaftliche Leben des frühen 18. Jahrhunderts und man stellt einerseits fest, dass die Zeitumstände ganz andere waren, dass aber die Dinge, die die Leute beschäftigt haben, ganz vergleichbar sind mit den Sorgen und Nöten, die heutzutage noch existieren. Und für mich ist immer faszinierend, wie eine fast verschüttete Zeit, also 250 Jahre und länger ist es ja alles schon nicht mehr aktuell, wie trotzdem das wieder lebendig wird. Im frühen 18. Jahrhundert waren die Leute insgesamt viel privater, als wir das heute sind. Die haben davor zurückgeschreckt, Privates mitzuteilen, etwas aus ihrem Denken und Fühlen unmittelbar preiszugeben. Das ändert sich dann. Im späten 18. Jahrhundert hat man ja diese, weiß nicht, endlosen Folgen von Tagebuchaufzeichnungen und wirklichen Privatbriefen. Aber zur Zeit Johann Sebastian Bachs ist es noch anders.
Das ist der eine Grund, also die generelle Reserviertheit. Ich glaube, jemand wie Bach, der würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er sähe, wie heute mit Reality Soaps und den sozialen Medien, also mit Privatem umgegangen wird. Also das war alles eine ganz andere Zeit. Das zweite ist, dass Bach speziell anscheinend überhaupt sehr ungern Briefe geschrieben hat, sehr ungern Persönliches notiert hat und nur ganz selten erfahren wir mal so zwischen den Zeilen, was ihn bewegt hat. Und das Dritte ist, dass es eine Überlieferungssituation, dass eben aus dem frühen 18. Jahrhundert hauptsächlich amtliche Schriftzeugnisse erhalten geblieben sind, also Schriftstücke mit offiziellem Charakter, in denen man ja ohnehin wenig oder gar nichts Privates preisgibt. Wir erfahren zunächst einmal immer wieder ganz verblüffende Einzelheiten über das Alltagsleben an der Thomasschule, eine Internatsschule, in der die Musikpflege eine besondere Rolle gespielt hat. Wir erfahren immer wieder Einzelheiten über den Schulalltag, über das Musikmachen und doch immer wieder gibt es solche Glücksmomente, dass ein Schriftstück auftaucht, in dem jemand über seine Erfahrung mit Bach redet. Also einfach den Namen nennt, das ist ja schon mal was Besonderes, oder auch ihn als seinen Lehrmeister charakterisiert oder noch darüber hinausgehend irgendein Detail aus dem Alltagsleben mitteilt. Wir versuchen herauszufinden, mit welchen Kräften Bach seine Stücke aufgeführt hat, wie viele Leute zugegen waren, was auch das qualitative Niveau dieser Schüler war und anderer Helfer. Aber ich glaube, und ein Stück weit ist es auch was Gutes, dass sich wahrscheinlich jeder selbst ein ganz persönliches Bild macht von den Zuständen der Zeit. Wir werden, glaube ich, niemals genau wissen, wie Bachs Kompositionen geklungen haben, aber wir arbeiten daran, sehr viele kleine Mosaiksteinchen zu finden und die Verbindungslinien, die notwendig sind, um ein vollständiges Bild zu haben, die stellt jeder selbst dann im Kopf her. Bach hat sehr viel Wert darauf gelegt, seinen Status als Kapellmeister auch in dem neuen Amt als Thomaskantor aufrechtzuerhalten. Und er hat zwar viel mit dem Schulalltag zu tun gehabt, aber andererseits hat er es auch verstanden, ihm lästige Aufgaben abzuwälzen. Von daher braucht man sich Bach, glaube ich, nicht vor einer Schulklasse vorzustellen, aber als Lehrer zu wirken heißt ja auch, bestimmte Stücke mit den Schülern einzustudieren, denen Tipps zu geben, wie sie zu singen oder zu spielen haben, ihnen vielleicht auch Anweisungen zu geben, wie man selbst komponiert oder wie man Stücke versteht. Und in dieser Hinsicht, man weiß jetzt auch nicht genau Bescheid, aber in dieser Hinsicht deutet vieles darauf hin, dass Bach ein sehr faszinierender Musiker und eine Persönlichkeit von magnetischer Anziehungskraft gewesen ist, der also sehr stark auf musikalisch interessierte Schüler gewirkt hat. Mein Lieblingswerk, oder sagen wir mal das Stück, das mich immer wieder aufs Neue fasziniert, ist die H-Moll-Messe. Also Bachs letzte große Vokalkomposition. Und zum einen deshalb, weil dieses Stück wirklich eine Summe von Bachs Kunstfertigkeit darstellt. Bach hat ja ganz bewusst Stücke aus verschiedenen Lebensphasen integriert in dieses Werk. Und man hat eigentlich alles, was Bachs Künstlertum ausmacht,
in diesem einen monumentalen Werk beisammen.